Hallo Alfons, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unseren kleinen Weihnachtstalk hier am Almadvent. Die Hütte ist so schön dekoriert, mich bringt das ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Wie ist es bei dir mit der Weihnachtsstimmung dieses Jahr? Also Weihnachten war immer wichtig. Ich glaube, da werden wir uns einer Meinung sein mit Kindern. Das war, wenn eine Familie Kinder hat und ich selbst noch klein war, das war natürlich wunderbare Weihnachten. Als Erwachsener sieht man das ein bisschen anders. Wenn man keine eigenen Kinder hat, dann ist es schon ein bisschen weniger, wie soll man das sagen, Disney World. Das ist schon ein bisschen alles Disney. Das Fest hat eine Bedeutung für mich, eine Glaubensbedeutung. Ist aber dann leider, würde ich sagen, in den letzten Jahrhunderten oder ja, mindestens Jahrhunderten zum Geschäft geworden natürlich. Es ist ein riesen Weihnachtsgeschäft. Man ist schon im Oktober nervös, ob der Handel im Weihnachten dann auch liefert und ob die Leute wirklich kommen. Und der wahre Hintergrund ist doch ein anderer. Bei mir war es auch wirklich ein anderer Hintergrund immer. Und ich habe auch immer versucht, etwas anderes zu schenken als die Muss-Geschenke. Ich bin ein Mensch, der nicht jetzt am 24. Dezember was schenken muss. Ich schenke lieber das ganze Jahr über was. Und bei meinen Lieben oder bei meiner Mutter war das immer Zeit, die ich geschenkt habe und sie mir. Obwohl, das gebe ich zu, wir haben auch zu zweit wahnsinnig schöne Weihnachtsabende gehabt. Wir waren, wie soll ich das sagen, fast gefährdet, wenn wir Stille nachgesungen haben, weil also ohne Begleitung und so ohne Textsicherheit und so Hand in Hand ist. Und wenn man dann den Tränen näher ist als dem Ton oder den Tränen näher ist als dem Text. Aber es war immer, es ist schön und es ist auch Weihnachten. Ich finde, jeder Mensch oder jede Familie feiert Weihnachten auf ihre Art. Die anderen feiern es mit Cordon Bleu und Lachs und Kaviar. Wir haben es gefeiert mit einem hausgemachten Mayonnaise-Salat mit Erdäpfeln und einem gebackenen Fisch. Vor vielen Jahren durfte ich da mal dabei sein, wo deine Mutter diesen Erdäpfelsalat zubereitet hat. Und dieses Rezept, das verwende ich bis heute noch, weil der war wirklich köstlich. Ich glaube, dieses Jahr fällt es dir wahrscheinlich besonders schwer, weil sie gegangen ist. Das war sicher für dich die letzte Zeit sehr schwierig, auch mit dem neuen Leben umzugehen, weil ich einfach weiß, wie wichtig und groß deine Mutter in deinem Leben war. Wie geht's dir heute? Na, es ist jetzt genau 2 Monate her. Und es gibt einen Spruch, der immer als Trost genommen wird, es wird besser, aber es wird nie wieder gut. Und das stimmt auch wirklich. Man muss damit wirklich lernen, umzugehen. Und auch da, glaube ich, hat jeder Mensch eine eigene Wirklichkeit, wie er das angeht, oder eigene Tricks, wie man das angeht. Man merkt erst, wenn man selbst in so einer Situation ist, wie hilflos eigentlich andere sind, wenn sie helfen wollen. Weil wir das eigentlich nicht lernen und weil wir auch viel zu spät lernen, mit solchen Realitäten umzugehen. Und das habe ich auch getan. Man hat natürlich, nachdem ich sie gepflegt habe, ich habe sie 4 Jahre gepflegt, und als Pflegender, wenn du nahestehend bist, womöglich der Sohn, also ein Kind, dann glaubst du immer, dass die Spirale der Person, die du pflegst, hinaufgeht. Aber in dem Alter mit so vielen Krankheiten nimmst du nicht zur Kenntnis, dass sie nach unten geht, bis es aufkrascht. Und es hat mir heuer das Herz zerrissen im Sommer, wie ich festgestellt habe, sie hat 2 Tage vor der Premiere von Mama Mia zu mir gesagt, du, bitte, bitte, ich glaube, dass ich die blamieren werde. Ich gehe nicht mit zur Premiere. Und da war klar für mich, dass das jetzt nicht mehr lang dauern kann. Das war das einzige Mal in meiner gesamten Zeit, egal wo ich war, egal was ich gemacht habe, sie war immer dabei. Und da habe ich gewusst, jetzt wird es eng. Und so war es dann auch. Aber sie hat nicht an sich gedacht, sie hat an mich gedacht. Und das war meine Mutter. Man sieht, du ringst hier gerade mit den Tränen. Ich stelle mir das alles fürchterlich schwer vor. Du hast gerade früher angesprochen, dass es auch so ist, man lernt ja gar nicht damit umzugehen, wie man mit dieser Trauer umgeht, wenn jemand, den man so liebt, geht. Und niemand spricht auch wirklich darüber. Deshalb freut es mich umso mehr, dass du heute hier sitzt und auch darüber sprechen magst und zeigst als Mann, wie du mit Trauer umgehst. Ich finde das total wichtig. Aber so wie jetzt diese Hütte zauberhaft dekoriert ist, man muss auch irgendwie versuchen, den Zauber im Alltag und im Schönen zu finden, auch wenn man jemanden verliert. Gelingt dir das jetzt schon besser? Kannst du auch einmal kurz durchatmen und die Dinge positiv sehen?
Es ist eine große Lehre, aber es ist auch das Wissen, dass es gut war, dass ich in den letzten Monaten oder Jahren eigentlich jede freie Minute bei ihr war. Es war auch ganz logisch, weil sie bei mir gewohnt hat. Sie war bei mir zu Hause. Und da habe ich natürlich jede Minute ihres und meines Lebens, wir haben das gemeinsam verbracht. Wir waren, ich sage oft, das einzige Ehepaar in Österreich, das 65 Jahre lang beim Frühstück miteinander reden konnte. Das sage ich immer, Spaß. Und ich verdanke ihr alles. Es gibt natürlich Augenblicke, wo man dann versucht zu schauen, ob man den Schmerz abstreifen kann oder die Traurigkeit abstreifen kann. Das kann man nicht erzwingen. Da gibt es auch keine Tricks. Das kommt langsam. Ich glaube, dass es bei mir so sein wird, dass das ziemlich lange andauern wird, aber dass die Liebe und die Erinnerung, und das mache ich jetzt auch schon, dass die Erinnerungen an die positiven Dinge, die wir gemeinsam erlebt haben, wir haben viel sehr Schönes erlebt, dass diese Erinnerungen den jetzigen Schmerz ein bisschen wettmachen und ein bisschen leichter machen. Also ich stelle mir vor, wie das sein muss, wenn dann jemand in so einer Situation wie ich überhaupt niemanden mehr hat. Ich habe Gott sei Dank einige Freunde und ich habe einen erfüllenden Job. Aber wenn man dann überhaupt nichts mehr hat, das muss dann schon wirklich die Hölle sein. Und meine Mutter hat auch nie über das Sterben gesprochen. Sie hat eigentlich immer, und das ist der Fehler, genau wie ich geglaubt, naja, das geht eh schon, wir haben schon geblödelt, wann wir den 90er gemeinsam feiern werden. Aber jede Uhr läuft ab, jede Zeit läuft ab. Und sie ist mit allen Schmerzen und allen Drama, das das gehabt hat, soweit sie konnte, in einer ziemlich großen Würde gegangen und hat sogar im letzten Augenblick noch an mich gedacht. Das heißt, du hast sie begleitet? Ja. Versuchst du jetzt sozusagen zu Weihnachten dann auch ein bisschen vor dem Alleinsein zu flüchten und bist mit Freunden zusammen? Oder möchtest du für dich sein und zum Beispiel einen schönen Urlaub machen, wo du dich verwöhnen lässt oder dir etwas Gutes tust? Genauso wird es sein. Ich werde das Land verlassen. Ich werde dem Weihnachtswahnsinn entfliehen, unter Anführungszeichen. Und werde weg sein, weg aus Österreich, damit ich einmal wirklich abschalten kann. Und ich werde in Ruhe unterwegs sein. Ich weiß noch nicht genau wohin, aber irgendwohin. Und das ist auch gut so. Nächstes Jahr, 2024, steht ja schon fast vor der Türe. Wir sollten gemeinsam auch immer, ich denke, wenn man trauert, auch irgendwie was Positives in der Zukunft sehen, auf das man sich freuen kann, auf das man sich hinfiebern kann. Was gibt es denn in deinem 2024, auf das du dich vielleicht freust in beruflicher Hinsicht? Um das Negative oder Traurige noch abzuschließen, also wenn wir überlegen, was in unserer Welt jetzt im Moment passiert, dann sind ja die Dinge, die Einzelnen betreffen, sowieso peripher und klein und nicht wichtig. Also es gibt viele Wünsche, die ich an die Welt habe, dass wir gescheiter mit der Natur umgehen, dass wir gescheiter mit den Ressourcen umgehen, dass wir versuchen, die Kleinsten der Kleinen, die keine großen Konzerne hinter sich haben, zu schützen, Kinder, dass wir da vielleicht alle ein bisschen mehr daran denken. Wie gesagt, die Probleme in Österreich sind auch nicht von der Hand zu weisen. Inflation, die Menschen sind unsicher, haben Angst. Auf der anderen Seite reden wir jetzt von den positiven Dingen. Wer hat so eine Landschaft wie Österreich? Wer hat so ein Wasser? Wer hat doch so viel Sicherheit noch? Also es wird von vielen Kräften immer wieder gesagt, wir sind ein unsicheres Land. Das glaube ich nicht. Also ich kenne Deutschland, ich kenne Frankreich, ich kenne England, ich kenne Amerika. Also von wegen unsicher, da ist man unsicher. Also wir leben hier wirklich noch in einem Raum, der wirklich geschützt ist, in einem Raum, der fast allen gleiche Möglichkeiten gibt. Ich sage bewusst fast. Wenn es uns gelingt, dass dann alle die gleichen Möglichkeiten hätten, dann wäre es ein schönes Geschenk. Und das Lachen und das Weinen bei Shakespeare liegt immer zusammen. Und ich bin ja auch ein fröhlicher Mensch. Und also ich glaube, dass nächstes Jahr auch für mich wieder fröhlich sein wird, wenn ich dann sehe, wie Kinder zum Beispiel in unseren Vorstellungen reagieren, wie die mit einem Traum, mit einem Lächeln nach Hause gehen. Und dafür lebe ich ja schon seit langem, dass das Publikum fasziniert von einer Geschichte, von einem Märchen nach Hause geht oder beschwingt von Aber-Melodien nach Hause taumelt und tanzt und die Leute es nachsingen, obwohl sie kein Wort vom Text können. Das müsste man einfach auf eine Bühne bringen. Das müssen wir einmal herzeigen. Und das wird nächstes Jahr auch wieder der Fall sein bei My Fair Lady.
die Geschichte und jetzt sind wir wieder in der Realität. Warum My Fair Lady? Weil das Problem dieses Stückes nämlich, wenn Menschen, Jugendliche ihre Sprache nicht beherrschen, sind sie sofort von der Gesellschaft, vom Handel, von allem, von der Arbeit ausgeschlossen. Das ist das Problem, aber das ist so geschickt verpackt worden vom Autor und vom Komponisten, dass man eigentlich mit Spaß und Freude und Lachen dann sieht, hallo, da stimmt irgendetwas nicht. Und es ist toll, dass My Fair Lady, würde ich sagen, 2/3 Lacher hat, aber 1/3 doch Lernanstöße oder Denkanstöße. Und deshalb fasziniert mich das so. Und es ist wieder ein Stück für alle Altersstufen. Das arme Mädchen, die Rosenverkäuferin, weil Veilchen gibt es keine mehr zum Verkaufen, nur mehr Rosen. Also alles, was gezüchtet wird im Haus, Glashaus, wird zur Prinzessin. Aber nicht, weil der Prinz kommt und sie liebt, ganz im Gegenteil. Weil der Prinz, darf man das Wort, ein Arsch ist, zu ihr. Na, sagen wir es nicht. Weil der Prinz ein eher unguter Typ ist und sie mit ihrer Kraft und ihrer Weiblichkeit, ihrer Energie nicht stolz, ihrer Würde, ihrer Liebe zum Leben und ihrem Glauben an sich selbst, das schafft. Und am Schluss steht die wirklich da und alle verwechseln sie mit einer Prinzessin. Und das bedeutet ja eigentlich überhaupt nichts. Sie sagt ja, ich habe gewonnen, aber was gibt mir das schon? Ich bin, wie ich bin. Und das ist der größte Sieg. Und das ist so ein schönes Märchen, was jetzt schon, dass wieder da zigtausende kleine junge Mädchen nach Hause wankeln werden und sagen, ich kann zwar besser Deutsch wie die Dame, aber so eine Prinzessin will ich auch werden. Ja. Da hast du einen wunderschönen Ausblick, einen märchenhaft zauberhaften, könnte man sagen. Gibt es sonst noch was, wo du 2024 dich da schon jetzt drauf freust, was du noch machen möchtest? In meinem zweiten Haus im Burgenland, auf Schloss Tabor, bringen wir auch in einer lustigen Fassung das im Weißen Rössel. Oh. Wörthersee mit einer supergeilen Besetzung, also völlig atypisch besetzt. Der Kellner wird kein Schleimer sein. Die Kellner wird eine Rockerin sein. Das geht in Wien? Das geht in Burgenland. In Burgenland. Geht das, ja, die Burgenländer sind viel weiter, als wir glauben. Also die haben da viel mehr, sind viel, viel offener, als wir glauben. Auf das freue ich mich auch wahnsinnig. Und dass ich endlich einmal, das kann ich jetzt einmal sagen, nach 5 Jahren wieder, endlich einmal die Zeit mir nehmen werde, irgendwann einmal noch im Sommer an irgendeinen Strand zu fahren. Ach, herrlich. Ja. Wunderschöne Aussichten. Vielen Dank für deine Zeit, gerne, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zum Almadvent zu kommen. Und es muss weitergehen und es wird weitergehen.